Hallo, ich bin Claudius Fabich und mal wieder zu Gast hier auf dem Satirekanal von Robert Götz Matuszewski Premiere. Nur mal so ein ganz kleiner Einblick in mein Buch Botschaft für Deutsche und ich möchte euch da ganz kurz das Vorwort vorlesen. Geht ganz schnell. Liebe Unternehmer, Behördenleiter, Beamte, Politiker, Ärzte, Medienvertreter, Lehrer, Schüler, Polizisten, Richter, Soldaten, Studenten, Kirchenvertreter, Gewerkschaftsvertreter, Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, liebe Mitmenschen. Dieses Buch ist auch ein Handbuch für Ihr Glück, Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihren Erfolg. Gleichwohl kann ich Ihnen zusichern, dass Sie in diesem Leben nichts von all dem nachhaltig erhalten können, wenn Sie sich den Regeln des Universums, der Quantenphysik oder des göttlichen Miteinanders verschließen. Wenn Sie zugunsten von Macht, Geld und vermeintlicher gesellschaftlicher Anerkennung Ihre Mitmenschen betrügen, lügen, Ihr Wort nicht halten oder die Wahrhaftigkeit unterdrücken, zahlen Sie früher oder später einen sehr hohen Preis dafür. In 100 Jahren sind wir alle tot. Mitnehmen können wir unsere Ehre und Liebe. Zurück bleibt bestenfalls die Erinnerung an unser Tun und Lassen. Wer feige und machtgeil seine Mitmenschen unterdrückt und die Nächsten betrügt, wird früher oder später zur Rechenschaft gezogen. Botschaft für Deutsche begleitet Sie gerne auf Ihrem Weg in ein mitmenschliches und erfolgreiches Leben. Ja, das ist das Vorwort. Und dann sind da noch gut andere 80 Kapitel alphabetisch geordnet. Fängt mit Angst an, ganz aktuell ja unser Thema Angst. Endet mit Zielen und zwischendurch finden wir noch Politik, Kritik, Kommunikation, Enttäuschung, Ehre, Liebe, Dienstleistung, Courage. Und da beleuchte ich auch mal dieses Kunstwort Zivilcourage. Ja, spannend. So, das war ein kleiner Einblick in Botschaft für Deutsche. Ich grüße euch und wünsche euch ein ganz tollen Tag. Bis bald beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es hier wieder weiter mit Satire. Häng los. Ciao.